Hallo meine Lieben, hier ist der Pater Klaus. Wieder betrachten wir das Sonntagsevangelium vom 18. Sonntag dieses Jahres. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 14, 13 bis 21. Bisschen langes Evangelium, das zwei Szenen in sich hat. Die eine ist, Jesus hört von den Jüngern, den Aposteln, dass Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wurde und dort enthauptet wurde. Johannes ist ein Verwandter von ihm und das macht Jesus sehr traurig. Er zieht sich zurück an eine einsame Gegend zusammen mit den Aposteln. Aber dann kommen ganz viele Menschen, viele Hunderte, viele Tausende, die bei ihm sein wollen, die ihn hören wollen, weil sie schon seit Wochen und Monaten spüren, dieser Mensch hat besondere Worte, besondere Weisheit und eine ganz besondere Ausstrahlung und Vollmacht. Und so kommen sie wirklich in Scharen zu ihm und Jesus sieht diese ganz vielen Menschen. Und obwohl er selber eigentlich traurig ist und einen Trauerprozess gehen müsste, ist er halt wieder für die Menschen da, weil sein Herz ist einfach für die anderen. Und dann lesen wir folgende Szene. Es wird Abend und spät an diesem Tag und die Jünger kommen und sagen, Jesus soll die Leute nach Hause und wegschicken, damit sie sich was zu essen besorgen können. Und er sagt, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Und dann suchen die Apostel, die sind immer sehr weltlich gesinnt, also nicht so spirituell, wie wir das manchmal von ihnen erwarten und wie sie später auch sein werden, aber in dieser Zeit noch nicht, weil sie vieles lernen müssen. Und sie suchen Essen, was so unter den Leuten da ist, und es sind 5 Brote und 2 Fischlein. Also wahnsinnig wenig. Aber, und hier kommt die Lehre für unser Leben, sie bringen es zu Jesus. Und es ist alles, was sie haben. Mehr haben sie nicht. Sie bringen es Jesus. Jesus sagt, legt es dahin. Und dann spricht er ein Dankgebet und tut ein Wunder. Das sogenannte Wunder der Brotvermehrung. Und aus diesen 5 Broten und 2 Fischen macht er Essen für mehrere tausend Männer plus Frauen plus Kinder. In der Bibel ist manchmal eben die Männerangabe drin. 5000 Männer plus Frauen und Kinder, also 10.000 Leute. Und die Apostel sind Teil des Wunders, weil sie die Brote und die Fische austeilen und es wird nicht weniger, sondern immer mehr. Und die Lektion für uns ist folgende, dass du persönlich in deinem Leben, und vielleicht sagst du das auch manchmal, na, wer bin ich schon, was kann ich schon, was kann ich schon geben, und auch vielleicht im Glauben und in der Kirche und in Bezug auf Gott für andere als Zeugnis, was bin ich schon? Aber wenn du das Kleine, das Wenige, was du eben hast, zu Jesus bringst und dich traust, durch ihn ein Zeuge zu sein, dann wird er Großes draus machen. Das ist die Lektion. Immer wenn wir Dinge, Gedanken, Ideen, Wünsche, Pläne, Talente zu Jesus bringen und sie ihm geben, dann kann er etwas draus machen und meistens wird er was Großes draus machen. So dass unser Leben, sagen wir mal, du kannst von 100 kannst du 10 geben. Wenn du es Jesus bringst, wird er 98 oder 100 oder 150 draus machen. Also jeder, der sein Leben, und so sagt das Jesus auch mal, wer sein Leben um seinetwillen verliert und gibt, der wird das 100-fache erben, das ewige Leben dazu. Gott macht unser Dasein, unser Leben, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Familien, alles, was wir ihm bringen und ihm anvertrauen und auch überlassen, fruchtbar, vermehrt es. Und du wirst ein Leben haben, so wie er es versprochen hat, nämlich ein Leben in Fülle. Bring alles, was du bist und hast und tust und denkst und planst, zu Jesus, überlass es ihm und er wird daraus machen, was er will. Auf jeden Fall immer etwas viel Größeres als das, was du mit deinen eigenen Kräften kannst. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Gott segne dich und bis zum nächsten Mal.